Hallihallo farbenfreie Freunde, ich bin Anna, willkommen auf meinem Kanal und willkommen in meinem neuen Video. Jetzt wollte ich euch kurz diesen Rucksack vorstellen, das ist jetzt Ergo Bag. Wir haben schon ein Video gemacht, in dem wir euch ein Step-by-Step Rucksack vorgestellt haben. Und den hat meine Tochter voriges Jahr genutzt und sie war total zufrieden. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung, wo ihr das Video anschauen könnt. Für diesen hier kann ich leider nicht viel über Erfahrungen sprechen, da wir diesen nicht genutzt haben, sondern einfach euch zeigen, was dieser alles hat, was mir jetzt beim ersten Einblick so auffällt, was es vielleicht passt, was nicht, und ich kann ihn einfach so ein bisschen mal mit dem Step-by-Step 2 in 1 vergleichen. Da das auch ein Rucksack ist, so das heißt, es ist schon ein bisschen so weicher, nicht ganz wie eine Schultasche fest und so. Was es beim alten Rucksack super war, da gab es dieser Fach für die Jausebox, der war wirklich super mit dem Schicht, das dann drinnen alles, was kalt ist, so lange wie es geht, kalt bleibt und frisch. Bei diesem Rucksack gibt es sowas nicht. So, der hat drinnen einfach das Material, was es überall zu finden ist. Das ist für die Flasche, nehme ich an. Und da kommt dann auch die Jausenbox. So, eine Flasche von Ergo Bag und eine Jausebox. Auch von Ergo Bag wird sicher drinnen passen. Ich zeige euch gleich, wie man den Rucksack anpassen kann. Auf den ersten Blick würde ich sagen, ist ja ein bisschen komplizierter als beim Step-by-Step, weil beim Step-by-Step kann man das auf dem Rücken vom Kind schon machen. Hier muss der Rucksack aber frei sein, so nicht auf dem Rücken. Das kann man ausziehen und auf der Seite auch überall. Man öffnet das und so sieht es aus. Den Rucksack kann man so anstellen von 100 cm bis zum 150. Wenn dann alles eingestellt wurde und wenn alles passt, schließen wir das so gleich, wie wir das geöffnet haben, und fertig. So, was meine Tochter dann bei ihm gleich bemerkt hat, als sie ihn probiert hat, ist es, sie hat gesagt, Step by Step war irgendwie bequemer auf dem Rücken, weil sie hat damals nichts gespürt. Jetzt spürt sie aber, dass es irgendwas da steht. Das kann aber nur einfach Gewohnheit sein. Schauen wir mal, wenn wir ihn dann wirklich in der Schule nutzen. Sonst, es gibt auch wie beim Step by Step diese kleine Sachen, man kann ihn einstellen, hier auch, so das ist alles gleich. Was bei diesem Rucksack toll ist, weil wenn man so einen Rucksack kauft, bekommt man auch einen Sportrucksack dabei, weil sonst sind das Sporttaschen, bei diesem ist ja Sportrucksack. Öffnet man das auch leicht und geht. Geschlossen ist das auch einfach. Sportrucksack, was auch super praktisch ist, das ist noch ein Rucksack, der kann als Sporttasche genutzt werden oder vielleicht auch für Ausflüge. Gibt ja genug Platz. Hier gibt es schon ein Fach für die Flasche. Super und praktisch. Und den Rucksack kann man auch auf den Schulrucksack dazu bringen und so tragen. Und so sieht es aus. Der ist befestigt. Hier auf der Seite. Auf der anderen Seite auch sowas. Da wird's. Und oben hat dieser kleine Rucksack so einen Gürtel. So ist es. Wir haben einen Schüttelpenal bekommen, der schon genug groß ist.
Der Schlüsselpenal war ganz leer, muss ich sagen. Wir haben ihn aber schon bereit für die Schule gemacht, so es gibt schon die Sachen. Aber man hat hier zum Beispiel einen Fach, passen einfach viel mehr Sachen als sonst. Ein Federpenal. Der ist aber gleich so groß wie beim Step by Step. Das gleiche hatten wir auch drinnen. So, der ist jetzt wieder schulbereit, aber dabei gab es so diesen großen Buntstiften, die dicken, und dann diese normale Buntstiften, die waren 10, die waren 6. So, da gab es diese Sache nicht, das auch nicht, das auch nicht. Radiergummi gab es und gab es auch der Spitzer und ein kleiner Lineal. So, ich zeige euch nun, wie der Rucksack aussieht, wenn es so ganz leer ist. Es gibt so mehrere Fächer im Hauptfach drinnen, wo dann rein dieses kommen kann. So. Und noch ein Fach hier, total gut und praktisch. Ich mag, wenn es so mehrere Fächer gibt, dass man dann alles besser organisieren kann. Das ist ein Plus für mich. Das gefällt mir. So, da man bei diesem Rucksack jede Menge kaufen kann und ihn so gestalten kann, wie man es will. So, ich wollte euch auch zeigen, die Klettis. Es gibt auch Zippis. So, die Klettis, die sind diese Klettis, die man so kleben kann, die Bilder, die Stickers, wie auch immer. Da das so ein Sonderangebot war, haben wir dir nur 5 Euro bezahlt, sonst sind sie 15 Euro. Das war mir ja zu viel für solche Sachen. So, wir haben diese gekauft, die sehen so aus, man bekommt 5 in einer Packung, dieser 6er ist dazu. In Kabel haben wir auch extra gekauft. Wenn einem einfach zu langweilig ein Kletti ist, man kann ihn einfach wegnehmen, rein hier kleben und nehmen irgendwas anderes, so einkleben, fertig. So wie ein neuer Rucksack, wow. Es gibt noch diese Zippis, die dienen dafür, da kann man auch ein Bild da zippen. Es gibt so viele verschiedene in einer Farbe oder diese reflektierende Bereiche gibt es auch. Man kann das alles dazu kaufen und es gibt auch Zippis mit dem Fach für die Flasche. Dieser Rucksack, der sieht so super hochwertig aus, würde ich sagen. Material ist angenehm. Auch wer möchte, weil es gibt auch natürlich, obwohl der Rucksack wasserabweisend ist, es gibt so Teile, wo das Wasser reinkommen kann, so wenn man möchte. Es gibt auch vom ErgoBag ein Material dafür, wenn man dann viel im Regen ist, dass man dann den Rucksack auch schützt. Wie gesagt, jede Menge, was man kaufen kann und zum Rucksack noch dazu haben könnte. Ich wollte einfach mich bei euch kurz melden und den Rucksack zeigen für die, die vielleicht noch immer sich nicht entscheiden haben, für welchen Rucksack für das Kind. So, vielleicht schaut ihr noch diesen auch an. Wie gesagt, über Erfahrungen kann ich nicht viel sagen. Der ist bei uns neu, aber so, dass ihr dann anschaut könnt und vielleicht entscheiden. Und dann nach einem Jahr sprechen wir zusammen über die Erfahrungen. Ich bedanke mich sehr für das Zuschauen, dafür, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche allen einen guten Schulstart und gute Zeit in der Schule. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.